Herzlichen Dank, Herr Kollege Schwarz. Nächster Redner ist der Abg. Promny für die Fraktion Die Freien Demokraten. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit ihrem Setzpunkt greift die SPD ein sehr wichtiges Thema auf, vor dem die Landesregierung seit Längerem die Augen verschließt. Lehrermangel und Überlastung von Lehrkräften sind die Realität an unseren Schulen, und die bleiben ein Problem. Wir Freien Demokraten wollen, dass ausreichend qualifizierte Lehrkräfte in unseren Schulen unterrichten. Denn das ist eine Grundvoraussetzung für beste Bildung. Und das ist der Schlüssel zu Chancengerechtigkeit in unserem Bildungssystem. Und das ist ein entscheidender Punkt, den die Landesregierung konsequent ignoriert, meine Damen und Herren. Das vorrangige Ziel muss die optimale individuelle Förderung der Schüler sein. Unsere Kinder haben unterschiedliche Stärken, Schwächen und Bedürfnisse. Sie kommen mit den unterschiedlichsten Bildungsvoraussetzungen an unsere Schulen. Und alle Schülerinnen und Schüler verdienen eine passgenaue Förderung, vom sonderpädagogischen Förderbedarf bis hin zur Hochbegabung. Und das erfordert eine transparente und bedarfsgerechte Verteilung von Ressourcen. Um diese individuelle Förderung tatsächlich auch zu gewährleisten, muss die Landesregierung wieder eine mindest 105-prozentige Lehrerversorgung garantieren. Unter den liberalen Bildungsministerinnen war dies bereits gelungen. Die schwarz-grüne Landesregierung hat hier allerdings einen großen Rückschritt gemacht. Besonders deutlich wird dies durch die Recherchen des Hessischen Rundfunks im Rahmen der ARD-Themenwoche Zukunft Bildung. Der Bericht zeigt einen alarmierenden Trend auf. Ausgerechnet an Grundschulen, wo die Weichen für den gesamten Bildungsweg gelegt werden, werden unsere Schülerinnen und Schüler zunehmend von Quereinsteigern ohne pädagogischen Hintergrund unterrichtet. Ich sage es deutlich, wir haben nichts gegen Quereinsteiger. Der Einsatz von Quereinsteigern muss aber im Rahmen bleiben. Wobei auch klar ist, bevor Quereinsteiger vor einer Klasse stehen, müssen sie pädagogisch aus- und fortgebildet sein. Meine Damen und Herren, trotz zahlreicher Überlastungsanzeigen und Brandbriefen von Lehrkräften reagiert die Landesregierung nicht. Insbesondere die erneuten Briefe aus Grundschulen zeigen, dass Lehrkräfte und Schulleitungen entlastet werden müssen, weil die Aufgaben und Herausforderungen unserer Zeit wie Integration, Inklusion, der Umgang mit Heterogenität und Ganztagsangeboten nicht mehr angemessen bewältigt werden können. Sowohl die Schulen als auch die Oppositionsfraktionen hier im Haus, aber auch die Presse haben das fehlende Problembewusstsein der Landesregierung klar artikuliert und mehrfach das Kultusministerium kritisiert an dieser Stelle. Es ist nach unserer Auffassung deshalb erforderlich, dem Lehrermangel mit einer laufend aktualisierten Lehrerbedarfsplanung zu begegnen. Nur auf der Grundlage einer verlässlichen Bedarfsplanung können die notwendigen Kapazitäten von Studienplätzen und Stellen im Vorbereitungsdienst angemessen berücksichtigt werden. Dies ist eine Voraussetzung für eine vorausschauende Ausbildungs- und Einstellungspolitik, die sich natürlich an den tatsächlichen Bedarfen orientiert. Es ist nicht das erste Mal, dass wir heute hier in diesem Haus über Lehrermangel und Überlastung von Lehrkräften diskutieren. Alljährlich verspricht die Landesregierung Besserung, macht sich aber jedes Mal wieder nur einen schmalen Fuß. Seit der Anhörung zur Belastung von Lehrkräften im vergangenen Sommer hat sich die Landesregierung keinen Millimeter bewegt.
Das Kultusministerium verweigert sich weiterhin, die konkreten Zahlen zur Unterrichtsversorgung und zur tatsächlichen Stellenbesetzung offenzulegen. Herr Kollege Schwarz, ich habe immer begrüßt, dass es einen Stellenzuwachs bei den Lehrern gibt. Aber wie viele Stellen sind denn tatsächlich auch besetzt? Das ist doch die Kernfrage. Erst ein qualifiziert ausgebildeter Lehrer, der auf der Stelle auch sitzt und Unterricht gibt. Das ist das Entscheidende, nicht die Stelle für sich. Meine Damen und Herren, insbesondere die frühe Bildung ist ein kritischer Bereich. Laut einer aktuellen Studie der Bertelsmann Stiftung vom September 2019 wird der Lehrermangel an Grundschulen besonders deutlich, und er wird höher ausfallen, als es die KMK annimmt. Die Landesregierung muss angesichts dessen endlich aufhören zu schlafen und aufwachen, das Steuer in die Hand nehmen. Es bedarf jetzt. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen May? Nein. Der redet nach mir, der hat genug Zeit. Es bedarf jetzt einer proaktiven Offensive für Grundschulen. Geschenkt. Es bedarf jetzt einer proaktiven Offensive für Grundschulen. Diese muss Grundschullehrkräfte gewinnen, und zudem müssen Grundschullehrkräfte besser entlastet werden. Es ist notwendiger denn je, die besten Lehrkräfte für unsere Schulen zu gewinnen. Die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften muss auf einem exzellenten Niveau erfolgen, und die hessischen Lehrkräfte müssen endlich die Unterstützung erhalten, die sie verdienen. Meine Damen und Herren, im Ergebnis ist festzuhalten, die Zahlen über unzureichende und nicht qualifizierte Lehrkräfte an unseren Schulen sind alarmierend. Alarmierend ist auch die Realitätsverweigerung der Landesregierung beim Thema Lehrermangel, denn sie gefährdet die Bildungschancen der hessischen Schülerinnen und Schüler. Meine Damen und Herren, nur qualifiziert besetzte Lehrerstellen sorgen für Chancengerechtigkeit in unseren Schulen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Kollege Promny. Nächster Redner ist in der Tat der Abg. Daniel May für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Ja, es gibt deutschlandweit eine angespannte Situation auf dem Lehrerarbeitsmarkt. Es gibt da zwei herausragende Beispiele, die wir Ihnen schon in der letzten Plenarwoche einmal dargestellt haben, die ich an dieser Stelle noch einmal zur Verdeutlichung heranziehen möchte. Zum Schuljahresbeginn konnten in Nordrhein-Westfalen 3.000 Lehrerstellen nicht besetzt werden. Und in Berlin sind zwei Drittel der neu eingestellten Lehrkräfte nicht als solche ausgebildet. Das zeigt, wir haben deutschlandweit eine angespannte Situation auf dem Lehrerarbeitsmarkt. Und diese deutschlandweit angespannte Situation geht natürlich auch an Hessen nicht spurlos vorbei. Wir nehmen diese Situation sehr ernst. Wir nehmen die Situation an unseren Schulen sehr ernst. Und wir haben deswegen auch Maßnahmen ergriffen, um diese Situation anzugehen. Wir haben bereits in der letzten Wahlperiode kurzfristig, mittelfristig und langfristig wirkende Maßnahmen ergriffen, um dem Fachkräftemangel in diesem Bereich zu begegnen. Wir haben kurzfristig denjenigen Lehrkräften, die kurz vor der Pension stehen oder kurz dahinter sind, ein Angebot gemacht, ihre Lehrtätigkeit zu verlängern. Wir haben mittelfristig auf den Weg gebracht, dass diejenigen, die eine andere Fächerkombination, wo sie keine Anstellung finden, oder ein anderes Lehramt haben, wo sie keine Anstellung finden, eine Weiterbildungsmaßnahme besuchen können, um in einem Bereich tätig zu werden, wo wir den Lehrermangel haben und damit auch dem Mangelbereich zu begegnen. Und wir haben als langfristige Maßnahme die grundständige Ausbildung massiv gestärkt. Das heißt, wir haben mit kurzfristig, mittelfristig und langfristig wirkenden Maßnahmen hier etwas auf den Weg gebracht. Und um das einmal im Einzelnen aufzuführen, damit das nicht so abstrakt bleibt, will ich das Ihnen beschreiben. 2017 zusätzlich 210
Studienplätze Grundschullehramt, 135 zusätzliche Plätze beim Grundschullehramt noch einmal in 2019. Im Bereich Förderschullehramt 2017 105 zusätzliche Studienplätze, 30 zusätzliche Studienplätze in 2019. Diese Plätze sind voll ausfinanziert und ermöglichen im Übrigen auch den Hochschulen zusätzliche Professuren zu ermöglichen, wie die Goethe-Universität der SPD zuletzt erst im Wissenschaftsausschuss versicherte. Ich sage Ihnen auch ganz deutlich, wir werden diesen Bereich, wir werden diesen Weg der Anpassung der Ausbildungskapazitäten weitergehen. Denn für uns ist klar, wir brauchen vor allen Dingen grundständig ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer, und wir gehen da den Mangel an Fachkräften aktiv an. Die Antragstellenden der SPD-Fraktion hat nun heute Morgen den Bereich der Weiterbildung hervorgehoben. An dieser Stelle muss ich Ihnen ein bisschen die Erinnerung auf die Sprünge helfen, werter Kollege Degen. Sie haben mir dargestellt, dass hier quasi Plätze nicht zur Verfügung ständen. Sie haben in der kursorischen Lesung den Kultusminister dazu befragt, wie das zu sehen ist, und haben dort die eindeutige Antwort bekommen, dass all diejenigen, die einen Weiterbildungsplatz sich wünschen, auch einen erhalten werden. Von daher finde ich das ein bisschen vergesslich, positiv ausgedrückt, dass Sie heute Morgen hier etwas anderes darstellen, und sage Ihnen noch einmal ganz klar, wir wollen, als all diejenigen, die eine Weiterbildung machen wollen, dass die am Schluss, der Kollege Degen möchte mir eine Zwischenfrage stellen, aber ich habe so eine, und gestatten Sie sie, Herr May, eine Kurzintervention noch einmal einzureichen, dann komme ich besser durch. Und dann haben wir auch mehr Zeit. Dann haben wir auch mehr Zeit, Ihr berechtigtes Anliegen zu erörtern. Das nutzt uns beiden. Also, wir werden all diejenigen, die ein Weiterbildungsangebot nutzen wollen, wollen wir das Weiterbildungsangebot auch vorhalten. Nun haben Sie den Bereich der, Sie haben jetzt nun den Bereich der Quereinstiegs und derjenigen, die in Vertretungskräften unterwegs sind, besonders hervorgehoben, Herr Kollege Degen. Ich glaube, dass, so wie Sie das heute Morgen in Ihrem Antrag argumentiert haben, dass das so etwas ungerechtfertigt ist, dass das eine Generalisierung ist, mit der Sie denjenigen, die dort arbeiten, nicht gerecht werden. Ich glaube, in einer Situation, wo wir so eine angespannte Situation auf dem Lehrkräftearbeitsmarkt haben, ist dann eben auch sinnvoll ist, für diesen Bereich der Vertretungskräfte nicht als solche ausgebildete Kräfte einzustellen. Denn ich glaube, bevor wir die Stunde nicht vertreten, ist es auf jeden Fall richtig zu sagen, wir nehmen auch jemanden, der keine formale Qualifikation hat, der nicht das zweite Staatsexamen hat, und sorgen an dieser Stelle dafür, dass Vertretungsunterricht stattfinden kann. Denn die Qualität einer nicht gehaltenen Stunde, die kann man nicht mehr verbessern. Gleichwohl ist es richtig, dass wir auch denjenigen, die dort eben eingesetzt werden, dass wir die Möglichkeit zur Qualifikation geben, dass wir dort Fortbildungsmöglichkeiten auf den Weg bringen. Deswegen begrüße ich jetzt ganz außerordentlich, dass es ein Qualifizierungsprogramm für solche Vertretungskräfte auf den Weg gebracht wurde. Das hilft nicht nur den einzelnen Vertretungskräften, sondern den Schulen insgesamt. Und ein Thema, das hier mehrfach vorgetragen wurde, ist, wieso denn eigentlich die Lehrkräfteausbildung, die Prognosen so sind, wie sie sind. Und an dieser Stelle bin ich schon ein bisschen ärgerlich, und da hätte ich ja gern den Kollegen Promny auf die Sprünge geholfen. Gerade dieses Thema hatten wir ja erst kürzlich im Kulturpolitischen Ausschuss, wo Ihnen der Kultusminister sehr deutlich dargelegt hat, dass eben die Prognose der KMK das eine ist, aber dass wir uns darauf nicht allein verlassen, sondern dass eben das Hessische Kultusministerium darüber hinaus eigene Prognosen macht. Das wurde Ihnen sehr deutlich dargestellt. Genauso wie die Frage der 105-prozentigen Lehrerversorgung haben wir auch einen umfangreichen, dringlichen Berichtsantrag. Leider ist der Kurzbericht noch nicht da, aber ich empfehle allen, die bildungspolitisch unterwegs sind und sich da ein bisschen reinfinden wollen, mal zu schauen, was der Kultusminister da berichtet hat und wie wenig Niederschlag die Informationen in den Redebeiträgen der Opposition heute Morgen gefunden haben. Und
Ein kleiner Hinweis dann noch, weil gesagt wurde, das hätten wir alles schon viel früher haben müssen. Die Lehrerausbildung, sie dauert mindestens 5,5 Jahre, sagen wir aufgerundet 6 Jahre. Nun haben wir heute den 11. Dezember 2019. Nehmen wir von der 2019 6 Jahre runter, dann sind wir bei dem Jahr 2013. Und Herr Promny, ich frage Sie mal, wer hat denn damals eigentlich das Kultusministerium geführt? Und wieso war denn da eigentlich die Hausspitze mit Kultusministerin Beer an der Spitze nicht in der Lage, diese Idee so zu haben? Da sehen Sie also, dass das ein bisschen nach hinten losgeht. Und auch der Kollege Degen hat die Glaskugel auch erst später entdeckt. Ich habe hier eine Pressemitteilung vom Kollegen Degen vom 19. Dezember 2014, wo er uns noch dafür kritisiert hat, dass allein die demografische Rendite einzustreichen nicht ausreichen würde. Das war der Kollege Degen am 19. Dezember 2014. Haben Sie immer noch auf Ihrer Website. Finde ich sehr gut, dass Sie da Transparenz haben. Also auch Ihnen war an dieser Stelle die Glaskugel nicht mächtig zu sagen, dass wir in der Tat einen Umschwung bei der Geburtenrate haben werden, dass wir tatsächlich jetzt einen höheren Bedarf haben. Von daher glaube ich, sollten Sie da ein bisschen zurückhaltender sein, was die Vorwürfe an die Landesregierung geht. Wir handeln aktiv, wir bauen Ausbildungskapazitäten auf, wir machen mehr Studienplätze, wir machen mehr Weiterbildungsplätze, haben wir in der Vergangenheit aufgebaut. Wir haben jetzt auch aktuell mehr Plätze im Bereich Referendariat aufgebaut. Wir machen zusätzliche Plätze für den Bereich der multiprofessionellen Teams. Wir machen zum Haushalt mehr UBUS-Kräfte. Wir machen die Schulverwaltungskräfte. Also wir bauen wirklich massiv den Bildungsbereich auf. Das zeigt, was für eine hohe Priorität der Bildungsbereich hat. Und von daher, glaube ich, können wir uns damit gut sehen lassen. Es gibt jetzt noch viel zu sagen zum Bereich Schulen an den Orten mit besonderen Herausforderungen. Werter Kollege Degen, Sie haben das heute wieder nur gestreift. Wir haben dazu einen Setzpunkt schon vor einem halben Jahr eingereicht. Wie immer bleibt die Opposition sehr vage bei dem, was sie möchte. Das geht so weit, dass die SPD heute sich nicht entscheiden kann, ob sie A13 oder E13 für die Grundschullehrkräfte haben wollen. Was das in Mark und Pfennig bedeutet, hat Ihnen der Kollege Schwarz vorgetragen. Aber auch so Stierblüten wie der Landtag fordert die Landesregierung auf, alle vertretbaren Mittel zu ergreifen. Ziffer 3 Ihres Antrags zeigt, so viel haben Sie inhaltlich nicht zu bieten. Ich freue mich auf Ihre Kurzintervention, aber ich kann jetzt schon sagen, wir nehmen die Situation an unseren Schulen ernst. Wir wissen, dass wir eine angespannte Lage auf dem Lehrerarbeitsmarkt haben. Wir setzen da vieles dagegen und wissen, dass das nicht immer sofort hilft. Aber wir arbeiten daran, dass die Situation immer besser wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege May. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister. Oder haben wir eine Kurzintervention? Ach, Entschuldigung, ich benutze das Mittel ja mittlerweile so inflationär, dass ich es fast schon übersehe. Es war aber nicht Absicht. Herr Degen, Sie haben zu einer Kurzintervention das Wort. Ja, Herr Präsident, ich benutze eigentlich die Kurzintervention sehr, sehr selten. Und Sie sehen, das ist Ausdruck, doch, dass es mich heute ein bisschen aufregt. Ich will 3 Punkte sagen, weil der Kollege May mich ausdrücklich eingeladen hat dazu. Und es ist ja auch eine lebendige Debatte. Erstens, was ich 2014 gesagt habe, Herr Kollege May, da muss ich sagen, da war ich noch relativ neu in diesem Haus. Da habe ich noch wohl ein bisschen gutgläubig gedacht, dass die Lehrerbedarfsprognosen, die das Ministerium erhebt, auch stimmen würden. Ich habe inzwischen Besseres gelernt. Zweitens, ja, wir brauchen mehr Studienplätze, keine Frage. Die werden uns im Augenblick die nächsten Jahre aber überhaupt nicht helfen. Die Studienplätze brauchen wir, weil wir sagen, wir wollen ab 2025 den Rechtsanspruch auf ganztägige Bildung und Betreuung umsetzen. Wir wollen Inklusion weiter ausbauen. Und all dies, dafür werden wir mehr Lehrkräfte brauchen, meine Damen und Herren. Drittens, und das ist für mich der Kern heute noch einmal, Herr Kollege May, Sie haben mich missverstanden. Ich erkläre es Ihnen noch einmal. Zum Quereinsteigerprogramm. In der Tat, jeder, der heute als Hauptrealschullehrer, Gymnasiallehrer voll ausgebildet, aber keine Stelle, ins Grundschul- und Förderschullehramt wechseln will, bekommt einen Platz. Jawohl.
Und diese Anzahl der Plätze, die in Anspruch genommen werden, sinkt rapide seit 2017, seitdem es dieses Programm gibt. Von 2017 140 Plätze an Grund, 140, die es im Grundschulbereich gemacht haben, heute nur noch 45. Obwohl es ausreichend Gymnasiallehrkräfte gibt, die keine Stelle bekommen. Und das liegt daran, dass dieses Programm nicht attraktiv ist. Weil diejenigen, die erstens mal ist es die Gehaltsfrage, das habe ich schon gesagt, und zweitens ist es so, und das gibt unser Antrag von 2017 wieder, für alle, die nachlesen wollen, die 19.4822. Wir haben 2017 gefordert, dass eben analog zu dem Quereinsteigerprogramm, das es mal für Grundschullehrkräfte gibt, ein Förderschullehramt, dass die ein Jahr lang bei kompletter Freistellung sich weiterqualifizieren konnten, dass wir das umlegen auf 2 Jahre, halbe Freistellung und 2 Jahre lang, damit die gleich unterrichten können und weitergebildet werden. Was Sie aber machen, ist, dass die Grundschullehrkräfte, dass diese Lehrkräfte 72% im ersten Jahr unterrichten und 80% im zweiten Jahr unterrichten, überhaupt keine Ressourcen haben, das ordentlich zu machen. Das wollten wir ändern. Und dann wäre dieses Programm attraktiv, und dann würden es auch Leute machen. Und deswegen ist diese Kürzung so falsch. Vielen Dank, Herr Degen. Herr Kollege May hat die Möglichkeit zu erwidern und ergreift die Möglichkeit. Bitte schön. Werter Herr Präsident, werter Kollege Degen, dass Sie 2014 blauäugig oder keine Ahnung gehabt hätten, das hätte ich Ihnen gar nicht vorgeworfen, weil die Geburtenrate 2014 von 2015 vorauszusagen und andere Dinge, die uns dafür, die dafür gesorgt haben, dass wir jetzt wesentlich mehr Schülerinnen und Schüler in der Grundschule haben, ich würde Ihnen das gar nicht ankreiden. Aber ich finde, es ist auch eine seltsame Vorgehensweise, uns jetzt Vorwürfe zu machen, dass Sie nicht schlauer waren als alle anderen Menschen in der Republik. Das ist ein etwas seltsamer Vorwurf, den Sie heute Morgen hier vortragen. Mein Punkt war, Herr Kollege Degen, dass zu diesem Zeitpunkt alle davon ausgegangen sind, dass diese demografische Entwicklung, wie sie war, sich fortsetzen wird. Das ist der Punkt. Und von daher, sich heute hinzustellen, alle hätten es wissen müssen, aber bloß ich habe es nicht gewusst, das ist der Punkt, wo ich sage, so geht es nun auch nicht. In aller Freundschaft, so geht es nun auch nicht. Von daher, glaube ich, müssen wir jetzt mit der Situation aktiv umgehen, anstatt zu sagen, wer es irgendwie früher in der Glaskugel hätte sehen müssen, sondern da nutzt es jetzt nichts dran rumzudeuteln, sondern wir müssen jetzt die Maßnahmen ergreifen. Und ich glaube, dass die Weiterbildung ein wichtiger Punkt ist. Sie haben wieder nicht belegt, wie Sie zu der Meinung kommen, dass es nicht genug Plätze gäbe. Ich wiederhole noch einmal, alle, die das wünschen, erhalten einen Weiterbildungsplatz. Alle, die das wünschen, erhalten einen Weiterbildungsplatz. Und noch etwas. Mir fehlt die Konsequenz insgesamt bei dem, was Sie hier vortragen. Wenn Sie hier vortragen, dass der Quereinstieg, dass diejenigen, die dort als Vertretungskräfte unterwegs seien, dass das die Schulen mehr belasten würde, wo ist denn dann eigentlich die Konsequenz, Herr Kollege Degen? Das nur einmal als Frage zum Schluss. Wo ist die Konsequenz aus dem, was Sie hier alles bekritteln, was Sie hier alles schlecht finden? Die ziehen Sie nämlich auch nicht. Bei Ihnen bleibt es immer nur bei Kritik und irgendwie, dass Ihnen alles irgendwie nicht gefällt. Aber was Sie mal machen wollen, was Sie mal anders machen wollen als die Regierung, da warten wir immer vergeblich drauf. Vielen Dank, Kollege May. Jetzt ist es soweit und ich darf Herrn Staatsminister Lorz für die Landesregierung das Wort erteilen. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im 1. September-Plenum habe ich an dieser Stelle meine traditionelle Regierungserklärung zum Schuljahresbeginn gehalten. Und die SPD-Fraktion thematisierte die Lage auf dem Lehrerarbeitsmarkt. Im 2. September-Plenum machte die SPD dann Schulpolitik zum Setzpunkt. Und Kollege Degen thematisierte die Lage auf dem Lehrerarbeitsmarkt. Dann gab es immerhin eine Plenarwoche, in der Sie pausiert haben. Das will ich anerkennen. Aber heute in der folgenden Plenarsitzung ist die Schulpolitik erneut der Setzpunkt der SPD. Und Kollege Degen thematisiert die Lage auf dem Lehrerarbeitsmarkt. Wie wäre es denn mal mit irgendeiner neuen Idee? Überraschen Sie mich doch mal, Herr Kollege. Gut, ich verstehe ja, dass Sie versuchen, aus den immer gleichen medialen Überschriften, die im Moment in der Republik unterwegs sind, Kapital zu schlagen. Aber wenn wir über den Lehrerarbeitsmarkt reden, dann reden wir über ganz lange zeitliche Linien.
6, 8, 10 Jahre, denn es dauert 7 Jahre, um eine Lehrerin, einen Lehrer grundständig auszubilden. Das ändert sich nicht von einer Plenarwoche zur anderen. Und irgendetwas Neues und irgendeine Idee, die habe ich in Ihrem Antrag vergeblich gesucht. Aber ich bin ja gerne bereit, die Situation ein weiteres Mal zu erläutern und bei dieser Gelegenheit vielleicht mit ein paar landläufigen Irrtümern über die Lehrerbedarfsplanung aufzuräumen. Ja, die Lage auf dem Lehrerarbeitsmarkt ist angespannt. Das wissen Sie, das hören Sie von mir, das hören Sie all überall. Und sie wird es auch im Grund- und Förderschulbereich auch noch auf Jahre hinaus bleiben. Und das hat auch etwas mit den langen zeitlichen Linien in diesem Bereich zu tun, weil selbst wenn die Opposition eine Idee hätte, was man im Bereich der grundschuldigen Ausbildung machen könnte, würde das, wenn die jetzt sofort umgesetzt würde, erst im Jahr 2026 oder 2027 an den Schulen wirksam werden. Und das ist einfach etwas, das liegt in all diesen Prognosen drin. Das ist nicht zu ändern, meine Damen und Herren. Und nebenbei bemerkt, weil wir heute Abend auch noch über Ihren Gesetzentwurf zur Lehrerbildung reden werden, die Vorschläge, die Sie gerade mit Blick auf die grundständige Ausbildung machen, ich sage nur Bachelor-Master, Verlängerung der Studiendauer, hätten nur zur Folge, dass sich das Problem weiter verschärft, weil sich das alles noch weiter hinausschieben wird. Aber also wenn Sie das als Vorschlag betrachten, zu sagen, lasst die angehende Lehrerinnen und Lehrer noch länger studieren, damit sie noch später an die Schule kommen, damit das Problem noch schärfer wird, also wenn das Ihr Lösungsvorschlag ist, Frau Kollegin Waschke, ja gut, den lasse ich so stehen. Meine Damen und Herren, wir haben aber einen sehr genauen Überblick darüber, wie die Lage ist, jedenfalls so realistisch, wie das aus heutiger Perspektive überhaupt nur beschrieben werden kann. Denn seit letzter Woche gibt es ganz offiziell und auf der Homepage der Kultusministerkonferenz nachzulesen die neuen Prognosen der Kultusministerkonferenz. Und deswegen, jetzt drehe ich mich mal zur anderen Seite, verstehe ich ehrlich gesagt auch den dringlichen Antrag der FDP nicht. Der bezieht sich noch, und der ist erst gestern eingereicht worden, und bezieht sich noch auf die Bertelsmann Stiftung. Sie haben es auch eben noch einmal in der Rede angesprochen, Herr Promny, der einen wesentlich höheren Bedarf an Grundschullehrkräften prognostiziere, als die Kultusministerkonferenz annehme. Haben Sie unsere Prognosen von letzter Woche noch nicht gelesen, Herr Promny? Da können Sie ziemlich genau auch natürlich den Bedarf beziffert finden. Und was soll die Aufforderung in Ihrem Antrag, eine laufend aktualisierte Lehrerbedarfsplanung vorzunehmen? Das tut das Hessische Kultusministerium seit 2011. Wir passen unsere Prognosen sogar mehrmals jährlich an. Damit arbeiten wir sogar genauer als die Bertelsmann Stiftung. Und das sollten Sie eigentlich wissen. Nicht nur, weil ich es im letzten Kulturpolitischen Ausschuss ausführlich dargestellt habe, sondern vor allem, weil das eine Errungenschaft Ihrer Regierungszeit im Kultusministerium ist. Und dass ich Ihnen das sozusagen jetzt im Nachhinein noch einmal erzählen muss, dass wir das machen, weil es damals unter FDP-Kultusministern eingeführt worden ist, das erstaunt mich schon ein bisschen. Aber gut, es bleibt auch Ihr Geheimnis, wie man die Einstellung von 5.000 zusätzlichen Lehrkräften in der letzten Legislaturperiode als Rückschritt in der Lehrerversorgung bezeichnen kann. Meine Damen und Herren, dass wir das schon so lange tun, diese laufend aktualisierte Lehrerbedarfsplanung, mit allen Fehlern, mit denen diese Prognosen auf lange Zeit hinaus behaftet sind. Aber dass wir das schon so lange tun, ist übrigens zusammen mit der Tatsache, dass wir frei werdende Lehrerstellen seit 10 Jahren immer nachbesetzt und nie versucht haben, Stellen einzusparen, auch nicht zu dem Zeitpunkt, als die Schülerzahlen noch zurückgingen und in anderen Bundesländern solche Einsparungen vorgenommen wurden. Das alles ist ein wesentlicher Grund dafür, warum Hessen auch in den aktuellen Prognosen der Kultusministerkonferenz alles andere als im Vordergrund steht, wenn es um die Dimension der Problematik geht. Da reden wir von ganz anderen Bundesländern mit ganz anderen Dimensionen der Problematik. Und wir in Hessen sind im Verhältnis dazu noch immer auf der Seite der Länder, die mit die wenigsten Probleme haben. Das darf man zumindest an der Stelle einmal feststellen. Aber natürlich können wir uns dem allgemeinen Trend in Deutschland nicht entziehen. Und deswegen stellen wir auch im Grund- und Förderschulbereich schon seit Jahren jede examinierte Lehrkraft ein und übrigens auch jede Bewerberin und jeden Bewerber für den Vorbereitungsdienst. Und heute war ja schon einiges von Berlin die Rede, und es ist viel verglichen worden, was Gehaltshöhen und dergleichen anbetrifft. Ich erzähle Ihnen mal eine Anekdote aus der letzten Woche. Da war ich in meiner Abschlusspressekonferenz als Präsident der Kultusministerkonferenz, und da haben die Journalisten nach vielem gefragt, natürlich auch nach diesen Lehrerbedarfsprognosen. Und da meldet sich ein Journalist und sagt, er wisse persönlich von zwei Lehrkräften Grundschule mit erstem Staatsexamen, die keinen Referendarplatz bekommen hätten. Da habe ich gesagt, das kann nicht sein. Da sagt er, doch, hier in Berlin. Sage ich, ja, herzliche Einladung nach Hessen. Also, wir geben jedem, der die erste Staatsprüfung hatte, diesen Lehrenden einen Referendarplatz. Und jedem, der die zweite Staatsprüfung hat, eine Planstelle.
Deswegen gibt es, was ja eigentlich eine schöne Nachricht ist, von solchen Ausreißern wie in dieser Anekdote aus Berlin abgesehen, in diesen Bereichen auch keine arbeitslosen Lehrerinnen und Lehrer mehr. Aber damit kann man natürlich auch keine solchen Lehrkräfte mehr als Vertretungskräfte einstellen, weil nämlich alle, die auf dem Markt sind, jedenfalls in Hessen, eine Planstelle haben. Und es macht keinen Sinn, meine Damen und Herren, diese ausgebildeten Lehrkräfte, die auf Planstelle sind, und diese Vorstellung scheint ja herumzugeistern, beschäftigungslos in irgendwelchen Bereitschaftsräume zu setzen und auf ihren Einsatz warten zu lassen. Natürlich setzen wir sie im Unterricht ein, und zwar über die Grundunterrichtsversorgung, also über die Abdeckung der Stundentafel hinaus. Und Sie haben das doch sogar im letzten KPA abgefragt. Und ich habe Ihnen doch die ganzen Daten, auch die ganzen Ist-Zahlen schulamtsspezifisch, also auf jeden Schulbezirk zugemessen, gegeben. Ich habe Ihnen nachgewiesen, dass wir auch im Ist, nicht nur im Soll, in allen Schulamtsbezirken eine Abdeckung von weit über 100 bis hin zu 130% und darüber haben. Das sind die 54.000 Lehrkräfte, von denen der Kollege Schwarz gesprochen hat. 38.000 bräuchten wir für die Grundunterrichtsversorgung. Die anderen 16.000 sind obendrauf. Die sind obendrauf natürlich nicht, um irgendwo in Reserve zu sitzen, sondern die nehmen wichtige Zusatz- und Unterstützungsangebote wahr. Und das bedeutet natürlich auch, wenn Lehrer im Grundunterricht ausfallen, dann müssen sie dort vertreten werden, dann können die zusätzlichen Angebote an dieser Stelle eben nicht stattfinden. Meine Damen und Herren, ich verkenne nicht, dass im Einzelfall immer ganz besondere Probleme auftreten können, die aber realistischerweise mit keiner Abdeckung zu lösen sind. Wenn an einer Schule der einzige Musiklehrer ausfällt, das ist auch ein Beispiel, was ich Ihnen im KPA gegeben habe, dann nützt in der Schule natürlich auch 150 oder 160% Unterrichtsversorgung nichts, wenn einfach keine Person da ist, die mit ihrer Qualifikation den Musikunterricht halten kann. Da muss man vor Ort, auch gemeinsam mit dem Schulamt, nach irgendeiner Möglichkeit suchen, diese Lücke zu füllen. Oder ich nehme mal die Astrid-Lindgren-Schule, weil mir ja klar war, dass der Kollege Degen genau mit diesem Beispiel kommt. Denn die ist ja nicht umsonst durch die Medien gegangen, weil das einfach ein extremer Ausreißer ist. Warum ist das ein extremer Ausreißer? Sie haben es eigentlich selber gesagt. Das ist eine Schule mit 17 Klassen und 22 Lehrkräften im Kollegium. Von den 22 sind 8 im Mutterschutz oder Elternzeit. Und dann wurden noch 4 krank. Das heißt, ich hatte 22 Lehrkräfte voll ausgebildet, examiniert auf Planstelle, die werden auch besoldet. Und von diesen 22 waren zu einem bestimmten Zeitpunkt nur noch 10 einsatzfähig. Natürlich hat die Schule dann ein Problem. Natürlich muss man dann vor Ort eben auch mit dem Schulamt auch nach Notmaßnahmen suchen, um das irgendwie zu füllen. Aber es ist doch einfach unredlich, den Eindruck zu erwecken, das wäre der Standard, dass man an einer Schule mit 17 Klassen und 22 Lehrkräften 12 Reservelehrer permanent vorhalten muss. Ja, aber das wäre die einzige Möglichkeit zu sagen, wie man das abdecken kann. Sie bräuchten eine Abdeckung von 155% allein nur für die Grundunterrichtsversorgung, um solche Fälle erfassen zu können. Wenn Sie dann die 30% noch nehmen, die wir für die Zusatz- und Unterstützungsangebote obendrauf geben, dann bräuchten wir 185%, damit wir solche Fälle auch im regulären Betrieb auffangen könnten. Da sind wir aber weit von den 105% entfernt, die beispielsweise der Kollege Promny hier reklamiert und die wir ja auch in Hessen haben. Also, warum ist die Lage so angespannt? Es hat 3 Gründe. Der erste Grund ist natürlich die gestiegene Geburtenrate. Von 1,4 auf 1,6 in 2-3 Jahren. Das ist eine Hausnummer. Das hat es in Jahrzehnten in Deutschland nicht gegeben. Es ist ja auch eigentlich eine schöne Nachricht. Aber es hat es seit Jahrzehnten in Deutschland nicht gegeben. Das zweite ist die Zuwanderung. Übrigens keineswegs jetzt nur von Geflüchteten, damit wir die Diskussion auch gleich abräumen. Da ist zum Beispiel ganz, ganz viel EU-Zuwanderung dabei. Aber da sind auch innerhalb von 2-3 Jahren sind 80.000 Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger bei uns im Schulsystem eingetroffen, nur in Hessen. Das hat es auch seit Jahrzehnten nicht gegeben. Und der dritte Grund sind natürlich die vielen tausend Stellen, die diese Landesregierung mit der tatkräftigen Mithilfe dieses Hohen Hauses in den letzten Jahren geschaffen hat. Und wegen denen wir jetzt mit 10.000 Lehrerinnen und Lehrern mehr arbeiten im Vergleich zu 1999, obwohl wir 80.000 Schülerinnen und Schüler weniger haben. Würden wir noch mit der Lehrerrelation von 1999 arbeiten, hätten wir überhaupt keine Besetzungsprobleme. Aber da will ja auch niemand von uns dahin zurück. Und, Herr Staatsminister, erlauben Sie mir den Hinweis auf die Redezeit der Fraktion, die abgelaufen ist. Herr Präsident, Sie wollten noch so liberal sein in der Redezeit. Okay, dann nur noch 2 Sätze zum Abschluss. Die Entwicklungen im Bereich Geburtenrate und Zuwanderung sind aufgeschienen, haben uns die Statistiker gesagt, da kommt ein Trend im Jahre 2015. Seit 2016 steuern wir dagegen. Aber 7 Jahre dauert die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern.
Diejenigen, die seit 2016 jetzt ins System neu kommen, kommen eben erst 2023 an die Schulen. Deswegen können Sie auch in der Prognose der Kultusministerkonferenz nachlesen, dass wir ab da wieder eine entsprechende Entspannung erwarten. Das ist ein Prozess, der sich nicht beschleunigen lässt. Bis dahin können wir nur mit den Maßnahmenprogrammen weiterarbeiten, die wir auch jetzt schon fahren, die wir auch weiterhin fahren werden. Wie gesagt, dazu hat die Opposition aber keine einzige neue zusätzliche Idee geliefert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Mir liegt eine weitere Kurzintervention vor der Kollegin Kula. Frau Kollegin Kula, Sie haben das Wort für 2 Minuten, und der Kultusminister kann dann, wenn er Lust hat, erwidern. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, ich mache es ganz kurz, aber ich möchte auch noch einmal darauf eingehen, was der Herr Schwarz gesagt hat, und zwar zum Thema, dass E13 auf das, was... Ja, Frau Kollegin Kula, Sie müssen sich auf Ihren Vorredner beziehen. Kultusminister gesagt hat, Entschuldigung, zum Thema Berlin, zum Thema Berlin. Berlin zahlt aufgrund des Lehrermangels allen Berufsanfängern von Anfang an die Erfahrungsstufe 5. Und das bekommt man normalerweise sonst erst, wenn man 9,5 oder 10 Jahre lang im Amt war. Und das sind ungefähr 5.300. Das sind ungefähr 5.300 € im Monat. Also so viel zum Thema Berlin. Also das sind gar nicht mal so schlechte Zustände in Berlin für Grundschulanfänger, die da einsteigen. Das sind 5.300 €. Von daher können Sie, Sie könnten sich mal ein, also ich finde es sehr, ich finde es erstaunlich, dass Sie so viel dazwischen brüllen, weil letzten Endes haben Sie ein Argument gebracht, das widerlegt wurde. Deswegen beschäftigen Sie sich ein ausdrücklicher mit Berlin. Danke schön, Frau Kollegin Kula. Herr Staatsminister Lorz, Sie haben die Möglichkeit zu erwidern. Also ich wollte mich ja eigentlich bewusst nicht mit den Gehaltsfragen aus Berlin beschäftigen, weil das auch echt nicht der Maßstab für uns ist. Ich kann Ihnen auch versichern, wir haben definitiv keine Abwanderungsbewegungen von Grundschullehrkräften von Hessen nach Berlin. Wäre das übrigens so, muss ich sagen, diese Lehrkräfte wollte ich dann auch nicht haben, denn die können unseren Grundschülerinnen und Schülern mit Sicherheit nicht Rechnen beibringen. Aber da Sie es nun einmal angesprochen haben, ja, Berlin muss selbst unter E13, ich sage mal, noch alle Register ziehen, die tarifvertraglich möglich sind, damit sie überhaupt nur einmal die Lücke schließen können, die bei uns zur A12-Besoldung besteht. Also selbst mit dieser Erfahrungsstufe sind Sie noch immer in Berlin schlechter dran, vor allem wenn Sie noch die Pensionsansprüche mit einrechnen. Und wie gesagt, deswegen, also um Abwerbungen aus Berliner Sicht mache ich mir definitiv keine Gedanken. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Damit sind wir am Ende der Aussprache, wenn ich das recht sehe. Wir haben hier 2 Anträge vorliegen. Die gehen beide in den KPA. Alles klar, so machen wir das.